Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist immer ein Vergnügen, nach Herrn Witzel zu reden, weil man dann im Prinzip sich keine Rede vorbereiten muss und eigentlich nur auf die Rede eingehen muss. Herr Kollege, wie Sie sich am Ende gewunden haben, um sozusagen das, was Sie jetzt hier auf dem Tisch zwischen Donnerstag und heute auf den Tisch gelegt haben, noch zu begründen. Ach, wir haben doch bei den Haushaltsberatungen zum Stammhaushalt schon ganz viele Vorschläge gemacht. Ist doch der Beleg dafür, dass Ihnen selbst peinlich ist, was Sie hier heute auf den Tisch gelegt haben an Änderungsanträgen. Und deswegen gehe ich auch darauf ein. Sie legen hier, seit Donnerstag ist Ihnen aufgefallen, dass die Steuereinnahmen um 150 Millionen Euro noch ansteigen sollen in diesem Jahr und die Zinsbelastung um 30 Millionen zurückgeht. Und damit finanzieren Sie die 180 Millionen Euro zur Verstärkung der Personalkosten. Sie haben es nicht mal geschafft, in der Zeit einen Vorschlag zu machen, wofür Sie das Geld ausgeben. Sie sagen nur, pauschal geht es in den Einzelplan 20. Und der Finanzminister und die Landesregierung haben dann genügend Zeit, diese Mittel dann wieder auf die Einzelpläne zu verteilen. Das ist nicht nur nicht Hausaufgaben nicht gemacht, sondern das ist der Beleg dafür, wie Sie Ihre eigenen Argumente mal eben in einer Rede komplett auf den Kopf stellen. Und ich will auch daran erinnern, was in diesem Nachtragshaushalt gemacht wird. Der Kollege Zimkert war bisher der Einzige, der darauf eingegangen ist. Zunächst einmal werden 151 Millionen Euro zusätzlich zu den 125 Millionen Euro für das Einheitslastenausgleichsgesetz bereitgestellt. Auch Kollege Zimkert hatte schon darauf hingewiesen, dass das eine krachende Niederlage der schwarz-gelben Koalition vor dem Verfassungsgericht gewesen ist, wo die Kommunen erst durch das Verfassungsgericht in die Lage gebracht worden sind, nicht mehr von Linsen und Wolf über den Tisch gezogen zu werden. Und ein zweiter Punkt, weil er mit dem Personalhaushalt eminent wichtig verknüpft ist, ist die Frage Versorgungsfonds. Wir sind jetzt in der Lage, 525 Millionen Euro zusätzlich zu den bereitgestellten 340 Millionen Euro zum Versorgungsfonds zuzuführen. Und das ist notwendig geworden. Deswegen lohnt auch ein Blick oftmals in die Vorlagen des Finanzministers und in die der Regierung insgesamt, weil die Basisdaten für den Versorgungsfonds zu niedrig angesetzt waren. Sie plädierten noch im Haushaltsausschuss letztlich in der Konsequenz dafür, dass diese Verschleierung eines Quasi-Kredites auf den Versorgungsfonds fortgeführt werden soll. Erst heute waren Sie in der Lage, mit Ihrer Operation, ach, wenn wir mehr Wünsche haben, setzen wir einfach die Steuereinnahmen nach oben, deutlich zu machen, haben Sie erst heute erklärt, wie Sie es gegenfinanzieren wollen. Bis jetzt haben Sie im Prinzip dafür plädiert, entweder die Kommunen weiter über den Tisch zu ziehen, den Versorgungsfonds nicht vernünftig auszustatten oder eben die Neuverschuldung nach oben zu treiben. Und das ist Teil Ihrer Schizophrenie, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP. Sie können nicht auf der einen Seite Wunschzettel schreiben und auf der anderen Seite bemängeln, dass die Neuverschuldung so hoch ist. Und wo, Herr Kollege Lohn, nach Ihrer Pressemitteilung vom gestrigen Tage bei einer Netto-Neuverschuldung von 3,4 Milliarden Euro, die immer noch in diesem Haushalt vorhanden ist, man davon reden kann, dass Spielräume in diesem Landeshaushalt vorhanden sind, das müssen Sie mir angesichts Ihrer bisherigen Argumentationslage dann doch mal erklären. Hat er sich gemeldet? Möchten Sie gerne die Zwischenfrage zulassen von Herrn Dr. Ockenbrink? Bitte schön. Herr Kollege, Sie kritisieren jetzt CDU und FDP dafür, dass wir einen Änderungsantrag gemacht haben, Steuereinnahmen im Haushaltsvollzug jetzt auch entsprechend nachzuvollziehen in einem Haushaltsänderungsantrag zu einem von Ihnen vorgelegten, Ihrem Minister vorgelegten Nachtragshaushalt. Sind Sie denn bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir einen konkreten, seriösen Deckungsvorschlag gemacht haben und keineswegs jetzt einfach nur hier und da sagen, wir wollen aber eigentlich weniger ausgeben? Auch Sie sind doch an Recht und Gesetz, insbesondere an die Verfassung gebunden, was die Kürzungen bei bestimmten Personalausgaben angeht. Oder sehen Sie das anders? Wir bewegen uns doch als Parlament bei Recht und Gesetz, oder nicht? Das waren zwei Fragen. Kann ich mich über die Beantwortung der Frage dann aussuchen und antworte Ihnen sehr klar. Natürlich sind wir an Recht und Gesetz gebunden. Ich habe jetzt auch nicht verstanden, woraus Sie ableiten, dass wir etwas vorschlagen würden, was nicht Recht und Gesetz entsprechen würde. Ich kann Ihnen sagen, wenn wir 150 Millionen Euro Steuermehreinnahmen haben sollten am Ende des Jahres, das hat der Finanzminister auch sehr unmissverständlich erklärt, bin ich sehr klar dafür, die in eine Senkung von 3,4 Milliarden Euro Neuverschuldung zu investieren, weil wir nicht in der Lage sind, diese strukturelle, das ist ja keine einmalige, sondern diese strukturelle Mehrbelastung in der mittelfristigen Finanzplanung gegenzufinanzieren.
Und Sie haben, da hat der Kollege Zimkert eben auch schon darauf hingewiesen, für den Haushalt 2014, über den wir ja gleich reden werden, keine strukturellen Konsolidierungsvorschläge gemacht. Sie ergehen sich ausschließlich damit, die Regierung zu kritisieren und eben keine nachhaltigen, gegenfinanzierten und nachvollziehbaren Konzepte auf den Tisch zu legen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auch mit dieser Bemerkung letztlich schließen. Dieser Nachtragshaushalt greift vernünftige Positionen auf. Er führt dazu, dass die Politik von Rot-Grün konsequent fortgesetzt wird. Er trägt zu mehr Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit auch bei, weil die Versorgungslasten entsprechend abgebildet worden sind. Und die kommunale Familie wurde erneut, und angesichts der Demonstration, die auch draußen steht, will ich das nochmal betonen, 151 Millionen plus 125 Millionen Euro zusätzliche Mittel für die Kommunen im Bereich des Einheitslastenabrechnungsgesetzes. Und gerade auch die Kommune Düsseldorf profitiert von diesen Zahlungen in ganz besonderer Art und Weise. Und diesen Gruß möchte ich auch an die kommunalen Spitzenverbände setzen. Diese rot-grüne Koalition hat Maßstäbe gesetzt bei der Trendumkehr der Kommunalfinanzierung. Wir werden das ja auch im Haushalt 2014 noch diskutieren. Ich stehe dazu, zu dem Solidarpakt, dass auch die Solidarumlage finanziert werden muss. Aber ohne die Maßnahmen der rot-grünen Landesregierung wären Städte wie meine Heimatstadt und viele andere Kommunen in diesem anderen nicht in der Lage, strukturell ausgeglichene Haushaltskonzepte auf den Tisch zu legen. Und wir haben Maßstäbe in Milliardenhöhe mittlerweile gesetzt zur Besserausstattung der Kommunen. Und insofern stehe ich auch dazu, dass einige wenige Kommunen, die etwas besser steuerlich gestellt sind, sich auch an diesem Generationenkonzept mitbeteiligen müssen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Mostofisade.